Vielleicht wisst ihr es ja noch gar nicht, aber es ist durchaus möglich, die Aufnahmen aus verschiedenen Teleskopen und Kameras und von ganz unterschiedlichen Standorten auf der Erde zu vereinen. Und zwar auch für uns Amateure. Auf diese Weise kann man unwahrscheinlich lange Gesamtbelichtungszeiten erreichen. In diesem Video möchte ich von zwei abgeschlossenen Projekten berichten, an denen ich teilnehmen durfte. Los geht's nach dem Intro. Zunächst einmal geht's um das kleinere Projekt. Meinem Astro-Kollegen Manfred Schreiber aus Österreich und mir ist dieses Bild von SH2-126 und seiner Umgebung gelungen. Wir kamen zusammen auf 18 Stunden Gesamtbelichtungszeit ohne Schmalbandfilter. Im Einsatz hatten wir beide eine astromodifizierte Canon 600D und einen Samyang 135mm F2 Objektiv. Ich hatte bei kompletter Offenblende belichtet und Manni hatte wegen der besseren Sternabbildung sein Objektiv auf F4 abgeblendet. Im Vorwege hatten wir uns beide über WhatsApp natürlich auf den Bildausschnitt am Himmel geeinigt, also die Position und auch die Drehung der Kamera. Und schon konnte es losgehen. Insgesamt stecken 6 relativ kurze Nächte zwischen Juli und August in dieser Aufnahme. Über das Ergebnis entscheidet stets die Bildbearbeitung, die ich in diesem Fall übernommen habe und mit Gregspert, Siril und GIMP stattfand. Also mit rein kostenlosen Programmen. Nicht ganz so einfach war die Übertragung der großen Datenmengen, denn Manni hatte mir auf meinen Wunsch alle seine kalibrierten Lights zukommen lassen. Das war aber so gar nicht nötig, wie sich ein paar Wochen später herausgestellt hat, aber dazu später mehr. Nun werden vielleicht einige sagen, ja, mit gleicher Brennweite und gleicher Kamera und somit identischen Pixelgrößen und Samplings mag das ja klappen, aber wie sieht's mit ganz unterschiedlichen Setups aus? In einem gewissen Rahmen geht auch das, wie dieses Bild aus dem größeren Projekt beweist. Zu sehen sind 107 Stunden Gesamtbelichtungszeit an LBN-437, auch als Gecko-Nebel bekannt. Und der viele rötliche Wasserstoff gehört zum Emissionsnebel SH226. All das finden wir im Sternbild Eidechse bzw. Lacerta. Und hier seht ihr die Teleskope, Kameras und Samplings, deren Ergebnisse in dieses Projekt eingeflossen sind. Die Fotografen heißen Carsten Pfeiler, Benjamin Fritsch, René Cording, Erwin Gastinger und Dennis Maso, das bin ich. Um die Zusammenführung der Daten hat sich Kai Albrecht mit Hilfe von PixInsight gekümmert. Aber bevor ihr denkt, dass das nur mit PixInsight geht, liegt ihr falsch. Das kostenlose Siril kann das zum Beispiel auch. Zu diesem Projekt hatten wir ebenfalls eine WhatsApp-Gruppe am Start. In der Gruppenbeschreibung waren für jeden nachvollziehbar die Koordinaten und die Kamerarotation am Himmel, die Setups und die sonstigen Vorgaben gelistet. Und auch die eigenen Fortschritte hat jeder Teilnehmer stets aktuell gehalten. Erst hatten wir 50 Stunden Gesamtbelichtungszeit anvisiert, aber als später Carsten mit satten 35 Stunden mit in die Gruppe kam, war auch die 100-Stunden-Marke nicht mehr weit. Es ist bei so einem Projekt tatsächlich nicht nötig, alle einzelnen kalibrierten Lights zu sammeln, sondern man kann auch die Stacks der jeweiligen Fotografen und Sessions nochmals zusammenstacken. Das war mir vor dem Projekt gar nicht so bewusst. Alle brauchten am Ende einfach nur ihre Stacks an Kai schicken und er hat sich um die Registrierung der Daten gekümmert. Und weil die Stacks jeweils nur ein paar hundert Megabyte groß sind, konnten wir sie sehr gut über Google Drive zur Verfügung stellen. Weil ja nun mal Bilder aus Farb- und aus Monokameras zusammengebracht werden mussten, war es vorher nötig, die RGB-Kanäle der Farbkameradaten zu trennen. Je nach Registrierungsmethode werden die Daten anschließend automatisch von der Astro-Software in mehreren Freiheitsgraden zusammengebracht, also auch wenn diese verschiedene Samplings- bzw. Abbildungsmaßstäbe aufweisen. In Siril lautet das Zauberwort Transformationsmethode Homographie. Das ist übrigens die voreingestellte Standardmethode, mit der in Siril Daten registriert werden. Im Ergebnis bekamen wir 6 Kanäle als einzelne Stacks, die Luminanz, Rot, Grün und Blau, den H-Alpha-Kanal und den O3-Kanal. Allesamt mit verschieden langen Gesamtbelichtungszeiten, aber in Summe 122 Stunden. Moment, und jetzt denkt ihr, wieso auf einmal 122 Stunden? Ich selbst hatte erstmal keine Lust, mich mit der Technik zu beschäftigen, wie man einen Luminanzkanal vernünftig einbaut, daher trägt meine Bearbeitungsversion von vorhin nur die 107 Stunden in sich. Alle weiteren Schritte in der Kombination der Kanäle und der Bildbearbeitung sind sehr individuell. Man kann mit Kontinuum-Subtraktion arbeiten, mit Pixelmath oder wie ich eine HOO und eine RGB-Kombination in Siril zusammenbauen. Hier seht ihr all unsere fertigen Bearbeitungsversionen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, denn so haben auch andere was davon. Ich hoffe, das Video war interessant und ihr startet mit euren Astro-Kumpels vielleicht auch mal das Abenteuer-Gemeinschaftsprojekt. Eine wirklich lehrreiche Erfahrung, kann ich nur sagen, und die Mühe und Geduld wird am Ende mit mehreren tollen Astrobildern belohnt. Viel Erfolg und klaren Himmel, euer Dennis. Ciao!